Hallöchen, ihr seht jetzt hier mein Amiga hier so, ne? Also da so hier hinten, da habe ich mein Handy, das sieht jetzt die GoPro. Ich habe hier so ein bisschen Licht, damit ihr das sehen könnt. Ich habe es jetzt nicht im Detail gezeigt, aber wie der Titel sagt, der Amiga bekommt ein CD-Laufwerk. Im Anschluss hier dran zeige ich das Ding auch nochmal von innen, weil das musste ich erstmal reinigen und so weiter. Es funktioniert auch. Das ist ein CD-Laufwerk, das ist das A570 für den Commodore Amiga 500, 500 Plus. Und es funktioniert, aber es hat eine Besonderheit, weil ich kann es ja mal anschalten. Dazu muss ich da anschalten und da. Und ich hoffe, das geht jetzt vom Bild her. Ich kriege das jetzt nicht auf dem PC. CDTV. Wer sich mit Amiga auskennt, weiß, dass es auch ein CDTV gibt. Und das hier ist in dem Sinne jetzt ein CDTV. Aber da passiert nichts, kommt keine Klappe, nichts raus. Da kommt keine Schublade raus, nichts. Ja, jetzt habt ihr schon gesehen, also das ist eine Klappe, da kommt nichts raus. Was brauchen wir dazu? Ich hoffe, das funktioniert nachher auch mit der einen CD hier. Das Laufwerk kann nur CD-R und Original-CDs, keine CD-RW. Wir brauchen dazu diese Cartridge. Ich halte sie mal hier so hin. So eine CD-Cartridge. Jetzt habe ich hier gerade keine Minidisc, aber die Minidisc sieht im Groben genauso aus. Hat von hinten auch so ein Schiebedings. Obwohl das vorne auch noch oben auch noch aufgeht. Da brauche ich eine CD-Cartridge, ein CD-Caddy, sagen wir es mal so. Denn die kommt da rein. Und dann läuft das. Das ist eine kleine Besonderheit. In dieser CD-Caddy, die kann man aufmachen, da muss man hier an den Seiten, also kann man hier aufmachen, kann man hier an den Seiten die zwei Dinger runterdrücken. Und dann kann man das aufmachen und dann kann man da eine CD einlegen. Jetzt habe ich hier eine CD-R, kommt dann da rein, ist dann da drin, wie eine Minidisc, nur ist das eine Maxi-Disc jetzt. Und dann stecken wir die in das Laufwerk und dann kommt ein Menü, ein CD-Player-Menü. Ich hoffe, man kann es erkennen und dann kann ich hier mit der Tastatur anmachen. Das ist eine Audio-CD. Audio-Library von YouTube. Das ist auch relativ schnell. Ich kann jetzt sagen, spiel mal 1 an und 8. Spielt ab. Und wenn ich jetzt weiter drücke, läuft es auch. Das ist ein Einfach-CD-Laufwerk. Das ist nur ein Einmal-CD-Laufwerk. Aber wir wollen ja hier nicht Audio-CDs hören. Das kann es halt auch. Ich kann es rausnehmen. Dann verschwindet das Ganze. Ich kann auch noch mal aus dem Menü raus eigentlich. Jetzt startet er neu. Kommt das. Ich kann noch mal in das Setup-Menü gehen. Hat er jetzt nicht gespeichert? Normalerweise solltest du das speichern. Auf Deutsch. Eine Minute. Und damit stelle ich das Bild ein bisschen ein, dass das in der Mitte ist. So, sollte er eigentlich so gespeichert haben. Und nach einer Minute kommt der Bildschirmschoner.
So, aber wir wollen ja nicht Audio-CDs hören. Wir wollen ja was damit anfangen. Ich habe hier jetzt noch eine CD. Ich habe leider keine originalen CD-TV-CDs. Die sind sehr schwer zu bekommen. Ich hoffe, das läuft jetzt. Ich habe jetzt 1 MB RAM drin. CD-TV Interactive Multimedia vom Commodore. Ich weiß nicht, ob er da jetzt noch was tut. Ja, er lädt noch. Porky's Production Strip Poker. Jetzt habe ich keine Maus dran, ne? Wieder ein Kabel zu viel gezogen habe. Jetzt hat sich die Kamera ausgeschalten. Jetzt kam die Kamera wieder sich eingeschalten. So, ich hoffe, er nimmt wieder auf. Ich kann jetzt hier ja, mach mal das und dann kann ich mir hier irgendein Bild raussuchen. Natascha, irgendwas. Also Slip, Pullover, was weiß ich, T-Shirt. Machen wir okay. Und ich kann jetzt hier Strip-Poker spielen. 19 Bube. Also Lancio di 20. ja, das ist jetzt eine komische. Keine Ahnung, wie man das Spiel spielt, aber man kann Spiele spielen von CD und das ist ja ein das, was man ja möchte. So, ich kann das auch ausschalten. Es hat einen Ausschalter hier und dann kann ich auch wieder von Diskette starten. Da ist jetzt nichts Besonderes. Ich schalte es wieder an. Ich schalte noch mal. Ich weiß nicht, auf was er jetzt direkt geht. Geht er jetzt auf CD oder auf Diskette? Er nimmt jetzt die Diskette. Diskette ist immer noch erste Bootmedium. Memory Chip 50 und Slow 50, 0,50 Megabyte, also 50 Kilobyte. Ne, 500 Kilobyte und Slow 500 Kilobyte. Ich habe kein extra RAM hier drüber. Ich kann keine Festplatte einbauen. Dieses CD-Laufwerk, das werde ich auch sagen, ist ein Matsushita-Laufwerk. Das ist weder IDE noch SCSI. Das ist so ein spezieller Cheat-Kram, den es damals mal gab. Und es gab ja auch mal über für den PC, über die Soundkarte einen 40-Pin Anschluss, der wie IDE aussieht, aber ein eigener Controller ist für gewisse CD-Laufwerke. Das waren so die ersten PC-Laufwerke, CD-Laufwerke, die über diesen speziellen Anschluss da angeschlossen werden. So was Ähnliches ist das hier auch. Darum muss ich gucken, dass dieses Laufwerk nicht kaputt geht, weil ich kriege das nicht ersetzt. Das ist auch relativ rar und es wird teuer gehandelt. Und ich kann halt eben von CD aus Spiele spielen oder CD hören. Und ich kann euch gleich sagen, ich habe sogar ein CD-TV direkt. Nicht das hier jetzt, sondern einen direkten CD-TV. Den werde ich auch noch mal zeigen. Den muss ich noch fertig bauen. Da sitzt genau das gleiche Laufwerk drin. Dafür brauche ich auch einen CD-Caddy.
Ist aber halt im Hi-Fi-Design gehalten. Schwarzer Kasten sieht aus wie ein CD-Player. Ich weiß nicht, wo die Fernbedienung ist. Ach, mach aus. Sieht aus wie ein CD-Player, ein Hi-Fi-CD-Player, ist aber ein Commodore Amiga. So, und das hier habe ich mit dem als auch hier als CD-TV. Wird hier an der Seite reingesteckt in den Sideport. Wunderbar funktioniert. Das kennen viele nicht, dass es ein CD-Laufwerk gab. Die Festplatten, die A590 müsste es sein. Legt mich jetzt nicht fest, nagelt mich nicht fest. Kennen vielleicht noch viele die Festplatte, die man die an die Seite stellt. Aber ein CD-Laufwerk, das kennt nicht jeder. Ja, der Amiga ist jetzt offen. Er passt aber, wenn ich jetzt hier mal einmal kurz nur das Ding drauf packe. Vom Design her passt sich das Laufwerk halbwegs an. Es ist ein bisschen höher. Hier geht es ja schräge runter, aber man kann arbeiten. Es ist alles wunderbar. Das ist nicht vergilbt, nichts. Das habe ich original im Originalkarton gekauft. Ich glaube sogar ungebraucht, wie auch immer, keine Ahnung. Das ist lange her, 15, 16, 17 Jahre, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist. Habe ich das gekauft für kleines Geld. Das kriegt man heutzutage nur noch schwer und für wirklich viel Geld gekauft. Ein CD-Laufwerk von den Amiga. CD32 funktioniert darüber nicht. Ich weiß nicht, ob ich da eine Workbench-CD drüber laufen lassen kann. Ich glaube nicht, das funktioniert nicht. Ich kann mal eigentlich eine Sache ausprobieren, ob ich das CD-Laufwerk in der Workbench sehe. Ich glaube ja. Beim direkten CD-TV, den ich ja noch habe, da funktioniert das. Da konnte ich in der Workbench das CD-Laufwerk sehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist der? Da. So. Dann schalte ich hier nochmal um auf das Externe. Das musste ich erstmal rauspulen. Achso. Extras. Mem Storage Workbench 1.3. So, ich starte mal die Workbench 1.3. Der März 19.18 Uhr, das passt natürlich auch nicht. Es ist 15.18 Uhr. Aber wahrscheinlich hat das Laufwerk, der ROM, was da drin ist, das falsch ausgelesen. Aber 17. März passt, das ist heute. Irgendwie. Wieso läuft denn jetzt der Motor vom internen Diskettenlaufwerk? So. Funktioniert. Strip Poker. Also ich kann auf die CD zugreifen. Ich müsste, glaube ich, über die Shell. Ich muss, glaube ich, mal über die Shell gucken. Es ging. Ich wusste, dass das irgendwie funktionieren muss. Aber irgendwas haut hier jetzt gerade hier mit dem Deckel nicht hin. CD 0. Strip Poker, genau. Dir. Zeigt er mir den Inhalt, genau. War noch mal ein Deal. Ja. Poker Audio Deal, Poker
CD, TV, TM, Englisch und so weiter. Also ich kann auf die CD zugreifen von der Workbench aus. Also ich kann mir auch leider gehen keine CD-RWs. Daten auf eine CD-R brennen und dann hier reinpacken. Aber warum CD-R nicht? Ich meine, CD-R ging, aber dafür habe ich ja das GoTech-Plugin mit drüber, geht es ja auch. Aber so kann ich jetzt auch noch wieder CD-TV-Spiele spielen. Auch hier drüber, wenn ich den CD-TV fertig habe, dann auch da drüber, werdet ihr dann sehen. Aber das habe ich mir echt extra nochmal geholt. Das war irgendwie bei eBay damals relativ günstig zu kriegen und da musste ich zuschlagen. Und heutzutage kriegt man die Dinger kaum noch gekauft. Beziehungsweise für teuer Geld. Gut, ihr seht jetzt dann hier am Ende, also hier nach, jetzt nochmal, wie ich das Laufwerk öffne, reinige und so weiter. Ich wollte es euch mal zeigen, es gibt ein CD-Laufwerk für den Amiga 500 und 500 Plus. Ohne IDE, ohne spezielle Treiber, ohne irgendwas. Ich kann direkt anschließen und kann auch direkt davon starten. Also ich muss hier nichts modifizieren, nichts. Kann ich direkt ranstecken. Und wie gesagt, das ist halt so ein Matsushita-Busgedönse. Ich kann es nicht mal mit einem Slimline-Laufwerk austauschen, was hier vielleicht reinpassen würde. Was dann so rauskommt, geht leider nicht. Wenn das Laufwerk irgendwann der Leser nicht mehr mag, dann muss ich nach einem Ersatzleser gucken, ob ich was finde, was passen könnte. Oder irgendwie Frankenstein-mäßig da irgendwas rein adaptieren, irgendwie. Aber sonst ist da keine Chance. Ich habe auch nichts gefunden im Internet, dass irgendjemand mal irgendwie so einen Adapter erstellt hat, der von diesem Matsushita-Gedönse auf IDE umwandelt. Dass man das vielleicht doch noch hinkriegt. Da habe ich aber nichts gefunden. Keine Ahnung. Aber das wollte ich euch mal zeigen, so ein CD-Laufwerk für den Amiga 500, 500 Plus. Kennt halt nicht jeder. Wollte ich einfach mal zeigen. Ihr seht das jetzt hier leider so. Ich kann es euch leider nicht besser zeigen. Das steht jetzt hier auch nur wieder nur temporär. Ich werde, wenn ich dann mal mit meiner Bastelecke hier umziehe, werde ich mir auch noch mal so eine kleine Ecke für Amiga, Atari, C64 und so weiter einrichten. Ich habe auch noch einen Monitor, das müsste ja 1048 oder wie auch immer die Dinge heißen, von Commodore in Schwarz. Den habe ich auch noch, der steht auch noch im Keller, der wird dann auch noch mal fertig gemacht. Aber es ist hier kein Recap, nichts passiert an den Dingern. Der Amiga 1200, der hat einen Recap bekommen, der Amiga 500 hat kein Recap, das Ding hat kein Recap. Die Netzteile haben auch kein Recap. Die sind noch original, wie sie alle sind. Das eine Laufnetzteil ist ein Eisenkerntrafo, ist kein Schaltnetzteil. Das andere ist ein Schaltnetzteil. Das Schaltnetzteil hängt jetzt hier an dem dran, weil das ein bisschen mehr Strom kann. Weil das Ding sagt, es braucht bei 5 Volt 4,5 Ampere oder sowas. Ja, Kamerastand, Akku niedrig, ja, ist klar. Gut, ich will euch nicht zu lange aufhalten. Video wird sowieso sehr lang, aber ich wollte es euch mal zeigen. Es gibt ein CD-Laufwerk für den Amiga. Gut, dann jetzt noch im Anschluss reinigen, öffnen, hast du nicht gesehen und dann die Verabschiedung. Also bis gleich. So, ihr habt das ja im Einsatz gesehen. Das Dings, das Laufwerk. Das werden wir jetzt erstmal reinigen. Und da ich das Video jetzt zuerst mache, könnt ihr euch sicher sein, dass es wohl funktioniert hat mit Reinigen. Dazu muss ich es halt aufschrauben und dann werde ich euch noch erzählen, was da so ein bisschen die Besonderheiten sind davon. Erstmal brauche ich einen Schraubendreher. Ich habe das schon mal aufgehabt, das ist aber schon einige Jahre her. Und ihr habt ja auch gesehen, dass das nur mit diesem CD-Caddy funktioniert. Und die Besonderheit ist halt eben,
Das ist kein IDE-Laufwerk. Ja, bestimmt wissen, wie es drin aussieht. Muss ich da bloß noch reinkommen? Irgendwie schaffe ich das gerade nicht. Warum? Jetzt. So. Das ist halt kein stinknormales CD-Laufwerk, was man hätte vielleicht vermuten können. Ich kann das auch nicht austauschen gegen ein stinknormales CD-Laufwerk. Denn dies hier ist ein, was steht hier jetzt drauf? Matsushita Kotobuki Electronics Industrie LTD, wie auch immer. Und genau da liegt das Problem. Das ist ein Matsushita, wie auch immer, Laufwerk. Und dieser Bus da drinnen, wo drin das angeschlossen ist, ist kein IDE, es ist auch kein SCSI, es ist irgendwie dieses Matsushita eigene irgendwas. Das müssten eigentlich ein 40-Pin sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6. 30, 2, 4, 6, 8, 4, ja, ist zwar 40 Pin, aber halt kein IDE. Das ist halt dieses Matsushita-Gedönse. Das gab es ja damals auch was ähnliches. Bevor die ersten IDE-Laufwerke auf den Markt kamen, gab es ja da für diese Soundkarten. An den Soundkarten war ja auch so ein 40-Pin-Anschluss. Und das war aber kein IDE, das war irgendwie so ein ganz spezielles Interface für CD-Laufwerke. Das ist natürlich der falsche Schraubendreher. Oh, mal gucken, wo habe ich denn jetzt hier rein? Und das ist jetzt hier leider genau dasselbe. Dieses alles spezielle IDE-Interface-Gedönse, obwohl da ist noch so ein 40-Pin. Achso, das ist für die Speichererweiterung. Da kann man noch eine Speichererweiterung reinsetzen auf 2 Megabyte. Problem ist, es ist zwar eine Durchführung vorhanden von dem seitlichen Bus, ist aber nicht durchgeschleift. Also da ist noch so ein Anschluss für eine Erweiterung. Ist nur halt nicht durchgeschleift. Man kann halt das Laufwerk nicht mit einer Festplatte zum Beispiel, die es ja noch gibt, das ist glaube ich die A590, kann man nicht zusammen betreiben. So, aber ich muss das hier ja erstmal reinigen. Das stand halt eine ganze Weile im Keller. Relativ trocken, aber der Keller an sich ist nicht direkt trocken. Wenn ich das jetzt hier eigentlich auch richtig abschraube, heißt das FCO broken, Void Varant, ja. Ist die Dings kaputt, ja. Was ist da? Achso, da sind die Potis bestimmt für den Laserstrom. Komm mal raus da.
glaube, ich schraube das gerade an der falschen Stelle ab. Oder? Also, da ich das Video hier als erstes mache, aber nicht als erstes zeige, weiß ich nicht, ob das überhaupt hinhaut. So, das wäre das CD-Laufwerk. Da ist ja eine Platine mit zwei SMD-ICs drauf gepatcht. Sehr kreativ. Ja, das Innere muss ich auch noch, da muss ich bloß den Deckel oben, glaube ich, abschrauben. Hier ist noch so ein IC. MN, das müsste Matsushita-Gedönse sein. Da ist der 40-Pin-Anschluss dran. Und das ist halt leider kein IDE. Könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, ich könnte jetzt hier so ein eventuell so ein Slim-Laufwerk, ein neueres PC-Laufwerk reinsetzen oder hier sowas, ein altes IDE-Laufwerk drin rein adaptieren. Funktioniert leider nicht. Und da brauche ich diese CD-Caddy. Die habt ihr ja nur schon gesehen. Ich zeige sie nochmal, das Ding, was dann hier halt reinkommt. Ist halt so. Und das Ding, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, vielleicht werde ich es gesagt haben, ist gebraucht und habe ich gekauft für günstige 7 Euro. Sie werden teilweise auch für 20, 30 Euro gehandelt. Eine so eine CD-Caddy, weil die Dinger sind relativ rar, die werden nicht mehr hergestellt. Und die Laufwerke, wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt. Dann kannst du vergessen. Vor allen Dingen hier, weil ich es nicht tauschen kann. Es muss dieses Matsushita-Gedönse-Krams sein. Jetzt will ich mal noch den Käfig hier rausnehmen. Dass ich da nochmal an die Chips komme und gucken kann, ob da irgendwie Korrosion ist. Ich hoffe nicht. Noch geschraubt. Das glaube ich wird der Schirm sein hier an der Seite. Raus da, so. Ja. So, von unten sieht das relativ sauber aus. Was haben wir denn hier jetzt noch so? Also IC-mäßig weiß ich nicht, was hier alles drin hängt. Also, der 40-Pin-Anschluss. Das sieht aus wie, das sind zwei Relais. Hier ist noch so ein 40-Pin-Anschluss, der wird aber schätzungsweise... Ja, diese Speichererweiterungsgeschichte sein. Hier ist halt noch so ein Anschluss, wo man von hinten nachher rankommt. DMAC, DMAC, 6525, CSG und das ist ein Commodore Amiga. Das wird der ROM sein hier mit dem CD-Treiber drin. Normalerweise hat ja der Amiga 500 ja keinen CD oder HD oder irgendwas. Muss man ja dann extern haben, aber hier sieht das jetzt relativ
Sauber aus. Toshiba. Dritte. Nee, 31. Woche 90. 92. 91. 91. 92. Also ungefähr von 92. Das sieht aber relativ sauber aus, nicht korrodiert, nix. Das ist schon mal ganz gut. Dreck ist hier zwar an dem, in dieser, was nennt man das, Federleiste? Keine Ahnung. Das passt aber, das ist okay. Stand relativ trocken, aber es hat halt Rost. Es hat Rost abgekriegt. Ich habe auch noch den Originalkarton eigentlich mit Verpackung Krimskrams. Aber in einem absolut desolaten Zustand. Der fliegt irgendwo in der Garage umher. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da damals für bezahlt habe. Also viel kann es nicht gewesen sein. Ist aber halt ein relativ rares Gerät, weil die Dinge, ich weiß gar nicht, wie die jetzt gehandelt werden, aber einige 100 € wird man dafür bestimmt hinlegen. Ich kann ja bei Gelegenheit nochmal suchen, gucken. Ob ich da was finde. Aber das hat halt nicht jeder, ein CD-Laufwerk am Amiga. Es gab für den CD-TV ja auch CDs. Ich werde es wohl gezeigt haben, dass CD läuft. Habe ich extra eine, ich denke, ich glaube, das konnte CD-RW lesen. Es gab ja das Ding damals schon mit CD-Laufwerken, also jetzt nicht PC, sondern auch Audio. Audiomäßig, dass die nur Original-CDs, die konnten nicht mal eine CD, CDR lesen. Also eine selbstgebrannte. So. Nicht zu doll. Das scheint ein Sensor zu sein. Also das ist nur ein Einmal-Laufwerk. Also es hat nur eine Geschwindigkeit von einmal. Aber den Laser wollte ich reinigen. Wie wird denn der bewegt? Ach, kann ich gar nicht. Der ist jetzt am Ende gut. Da. Und die Dings. Sicher ist sicher. Einmal reinigen. Ein bisschen Spinnenweben drin, ja. Und die kommt dann hier von der Seite so rein. Und würde dann so runtergehen, ja. So. Das wieder raus. So, und hier ist dieser Magnet drin. Da. Oder der Magnet ist. Das ist ja leicht magnetisch und das nicht. Das ist eine Metallplatte. So, aber hier kann in beiden Richtungen. Wir werden es ja sehen, dass es läuft. Oder gesehen haben, dass es läuft. Ich denke mal, dass es läuft in dem Moment jetzt, in der Zeit jetzt hier.
Was ist das hier mit der Feder? Ist da, was ist da drinne? Ach, da ist ein Stück Schaumstoff drin, das macht aber nichts, das kann so bleiben. Gut, aber nochmal ein Tipp. Ja, aber es ist relativ sauber. Stand im Keller zum Glück relativ weit oben und nicht unten im Dreck rum. Hat hier auch noch eine Klappe vorne dran, dass da kein Dreck rein kann. Passt schon. So. Dann hat er hier noch so eine Art, ja, Staubbürste, würde ich mal behaupten. Für den Laser zum Reinigen. Versuchen wir da mal den Staub so gut es geht runterzunehmen. Verliert aber auch schon Härchen. So. Und wie war das jetzt hier angebaut? Das habe ich jetzt runtergenommen. Da ist ein Stück Feder. Die muss ja irgendwo hintergehakt werden. Aha. Kann man das hier runternehmen? Nee. Aber da muss die Feder unten rein. Also, so wie ich das jetzt verstehe, da ist eine Feder. Und die muss, wenn ich es richtig verstehe, da reingehakt werden. Wie soll man das machen? Soll ich die Feder da einhaken? Da komme ich ja gar nicht ran. Nee, da komme ich ja gar nicht so ran. Geht das? Ja. Jetzt habe ich die Feder drinne. Das ist mir hier diese Dings. Da müssen dann jetzt die Schrauben wieder rein und das waren die hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und sechsmal. So, 5 Volt, 1 Ampere, 12 Volt, 1,3 Ampere. Also das Ding zieht ja ordentlich Saft. Was sagt das Netz, was ich hier habe? 5 Volt. 4,5, 12 Volt, 1 Ampere. Da muss ich mal gucken, das andere Netzteil, was ich habe. Ich habe noch ein zweites, das ist aber kein Schaltnetzteil, das ist ein richtig schweres Ding.
wahrscheinlich normaler Trafo, wie das mit der 12 Volt Spannung ist, ob das ein bisschen mehr 12 Volt kann, sonst muss ich gucken. PC-Netzteil im Grunde dafür. So, jetzt habe ich den zu. Jetzt mache ich da mal die Dings rein. Das müsste ja noch funktionieren. Ja. Gut. Scheint hinzuhauen. So, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Ich glaube, das kann ich auch einmal hier drauf tun. Ja, das war so rum, ne? Aber keine Folie, nichts dazwischen. Na gut, wenn das so funktioniert, dann machen wir das so. Das waren, die hatte ich die rausgeschraubt. Gehen die so schwer. Ich habe einfach nicht den richtigen Schrauber dafür. Nehmen wir das an, so gut es geht. Wieso gehen die so schwer? Keine Ahnung. Die brauchen echt ganz schön Gewalt. So, da noch. So geht das schon. Die ging jetzt einfach, aber die eine hier, die geht so schwer. Das ist ja noch eine andere hier. Und noch eine andere, vielleicht geht die einfache. Nicht so relativ einfach, aber sie geht. So. Dann hatten wir hier hinten eine Schraube. So. Ich werde ja gezeigt haben, dass es funktioniert. Also ich hoffe jetzt immer noch, dass es funktioniert. So, und jetzt nehme ich mal eine Taschenlampe und leuchte mal da so unten durch. Gefallen tut mir das nicht wirklich, aber es ist Abstand zwischen. Kann auch nicht runter, ne. Ja, es geht. Kann man so machen. So, dann wieder
das Teil. Dann kommt das da so rein. Aber den Strom brauche ich noch. So, ne? So, ja. Ja. Das waren die Schrauben. Also, heute ist wieder so ein Tag, da will das wieder nur runterfallen. So. Ein extra Powerschalter hatte das nicht. Nee. Das kommt da rein. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es funktioniert. Ihr werdet ja gesehen haben, dass es funktionieren wird. Werde ich ja gezeigt haben, dass es funktioniert. So, dann wieder diesen 40-Poling-Pin genau. Und Strom nicht vergessen. Die zwei Schrauben, die hier unten, diesen Federsockelleisten-Dingens da festhält. Da kommt er auch noch rein. So. Dann ist das soweit zu. Das waren die, das ist die für vorne. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Der Strom liegt hier. Wird ja wohl irgendwie funktionieren. Ist ja nichts Spezielles. Ist ja alles Amiga-typisch. Eingeschalten, aber kein Power, keine Power-LED, nichts. Oder muss das wirklich noch erst im Amiga stecken? Das können wir aber dann noch ein bisschen austricksen. Ich habe hier noch ein bisschen Käbelchen. Ich schätze mal 5 Volt. Reicht das aus, damit das ein bisschen was anläuft? Die 300 mA. Okay. Und 12 Volt. Das sind 5 Volt, sind 400 mA. 12 Volt, ja gut. Wahrscheinlich muss das erst noch im Dings stecken. Im Amiga selbst. Bis das da was passiert. Oder stecke hier hinten ein bisschen.
kostet. Ne. Ich höre keinen Mucks davon. Ne? Ich denke mal, das muss noch mit im Amiga stecken. Dann machen wir das erstmal wieder zusammen und dann stecken wir das in den Amiga. Da werdet ihr dann ja zuerst gesehen haben. Und ich hoffe wirklich, dass es funktioniert. Es kann halt CD abspielen und auch Programm-CDs. Da so reinkriegen, dass ich sie dann auch drehen kann. Aber so. Klappt das mit der Klappe? Ja. Das ist halt das Blöde, dass ich hier so ein spezielles Laufwerk brauche dafür. Und nicht so ein, wie man so schön sagen würde, Standard-IDE da anschließen kann. Hängst du? Wer mag jetzt nicht? Ein Kabel im Weg. So. Gehäuse mache ich gleich noch mal ein bisschen sauber von außen. Schraube und noch den Volume-Knopf. Ach, das hat den Ein- und Ausschalter, ja. Das hat einen Ein- und Ausschalter, doch hat es. Muss man am Power-Knopf oder am Lautstärke gehen. Ich wollte doch mal meinen, irgendwas war doch da. Aber er tut trotzdem nichts. Oh. Na gut. Gut, ich mache jetzt noch das Gehäuse sauber. Und dann danke ich fürs Zugucken. Den Rest seht ihr ja hier vor. Okay, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi.